So, ja, Mittelfrühstück, ne? Jo. Erstmal finde ich das ja erstaunlich oder ja, ein bisschen neidisch bin ich da schon, dass du hier im Death Forever direkt Platz 7 Famous People of the Year gemacht hast. Ich weiß auch nicht. Da waren nur noch Lemmy und Malcolm Young vor dir. Ja. Außer dem üblichen Ich und meinem Papa. Aber das ist dann irgendwie, das sind solche Sachen, die sind dann irgendwie so obskur. Irgendwie habe ich das, keine Ahnung, wer jetzt gelesen hat, dachte ich erst, der verarscht mich. Ich hatte Götz wegen was anderem angeschrieben und dann meinte er, ja, wir müssen mal reden, hier so wegen Interview mal machen. Und dann sagte er, dass ich da wohl im Poll drin bin und dachte ich, ja, keine Ahnung. Ja, 20 davon 20 bei den unnötigsten, das weiß ich nicht. Aber, ja, ich kann es mir nur dadurch erklären, dass das, was ich halt mache, dass das in der Form halt im Moment einfach sehr wenig bis gar nicht gibt. So. Was sehr schade ist, weil ich mich sehr über Konkurrenz freuen würde. So. Ach, Konkurrenz finde ich immer so ein bisschen übertrieben. Also ja, oder zumindest Leute, die das auch machen, dass man halt immer noch mal so ein bisschen angestachelt ist. Ich meine, du machst das ja auch wesentlich regelmäßiger und regelmäßiger. Doch, du machst das ja auch regelmäßig. Ja, aber du hattest ja Anfang ursprünglich, so ich sag mal vor einem Jahr oder so, war das ja mehr sporadisch. Und jetzt machst du ja, haust du ja praktisch fast jede Woche da so durch die Nacht raus. Ja, weil das ist aber auch tatsächlich die Sache, da machst du mal, ich sag mal, 9 Tage nichts. Das ist ja in Internetzeit schon Jahre. Und dann fragen die Leute, hast du aber Zeit gelassen? So, manchmal hast du da so dieses, wie soll ich sagen, so dieses Abliefern müssen, weil Leute das irgendwie erwarten. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Auf der einen Seite habe ich mir jetzt selber gesagt, als Herausforderung, ich mache das ein Jahr lang, jede Woche. Geht also nur darum, dass ich mir das gesagt habe. Auf der anderen Seite ist das halt sehr stressig und dann stellt sich halt die Frage, warum man das so macht. Also, das ist so vom. Ja, warum macht man das? Ja, von der Verlässlichkeit, wenn die Leute dann wissen, da ist immer was und jeden Mittwoch verlassen sich drauf und dann gucken halt auch automatisch, denke ich, mehr. Weil sie wissen halt, okay, Mittwoch kommt was. Ist jetzt nicht der integrale Bestandteil des Lebens, so dass sich das darum dreht. So. Also bei mir jetzt schon immer um den Mittwoch. Aber ja, aber man müsste es halt eigentlich nicht machen. Und insbesondere deshalb, weil das ja halt einfach noch. Das ist ja nun mal Hobby, es ist ja keine Fernsehsendung in dem Sinne, wo das dann wirklich fertig sein muss, weil da Unternehmenskram oder was weiß ich. Naja, man hat ja auch so eine qualitative Ansprüche. Hat man die eigentlich nicht? Ja, es muss für dich ja was ganz Bestimmtes erfüllen. So, ne? Also, ja, so Explosionen und so drin sein. Ja, ich meine jetzt eher so vom Inhalt. Also, ach so, ja. Das muss schon abgehen bei dir. So, ja, ne? Also das wenn du jetzt zu Helge fährst, ist halt alles ein bisschen ruhiger, als wenn du jetzt ins Helvete fährst. Ne? Da habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht getraut, die Leute anzusprechen. Manchmal bin ich ja offen, wenn dahin so, ja, wie fandet ihr das so? Und da habe ich mich echt nicht getraut. Da war echt so ein elitäres Publikum. Ja, wobei war so eine Sache wie gestern, das ist jetzt, ich fand jetzt kein elitäres Publikum. Das war auf eine andere Art und Weise. Ja, so. Also die haben halt keinen Bock vor der Kamera jetzt irgendwie groß zu sabbeln. So. Nö, irgendwie hatten die ja keinen Bock. Und da ich halt auch eher wenig Bock habe, Leute anzusprechen, weil ich mir denke, wie nervt das? Macht es dann bei solchen Veranstaltungen noch ein bisschen schwieriger, also ein bisschen Material zu sammeln. Na, mal gucken, so Festival ist vielleicht nochmal ein bisschen anders, nochmal ein bisschen lockerer, so. Dann kommen die Leute nochmal eher auf einen zu, so bei solchen kleinen. Ja, man will den Leuten halt auch nicht auf den Sack gehen, man will ja, das, die ganze Zeit mit der Kamera vor dem. Das war bei mir gestern halt die Sache, dass ich, ich hatte immer so das Gefühl, das ist jetzt zu viel. So, die finden das gerade nicht geil. Und mittlerweile habe ich dann auch so ein Gespür dafür entwickelt, die dann auch einfach läuft. Wenn läuft, steht der Rekord. Ne? Mhm. So, jetzt waren wir gestern bei Leuten, die nicht so wirklich Bock hatten, vor der Kamera was zu sagen. Das macht einem den Job aber auch schwer, weil man ja den Leuten da so ein bisschen die Bands näher bringen will. Aber gestern hatte ich das Gefühl, die wollen das gar nicht. So, entweder du kommst auf uns oder wenn nicht, dann ist es auch scheißegal. Wir brauchen keine Werbung. Ich denke, das ist halt aber auch so ein bisschen so der Ruf. Also, wenn dann so die, also klar vor der Kamera was sagen, wenn sie dann checken, dass das, wofür das so ist, dass das dann so für YouTube ist,
dann ist so allein der Begriff YouTube dann schon mal erstmal so abschreckend, weil du da dann gleich Sachen mit assoziierst. So, ne? So Thema hatten wir ja gestern auch. Wie ich ja immer sag, so YouTube ist eigentlich nur eine Plattform, wo du Videos hochladen kannst, in allen, fast allen möglichen Formen. So. Aber YouTube hat eben trotzdem irgendwann seine eigenen Regeln entwickelt und seine eigenen Vorgaben, also was läuft, was für Inhalte musst du machen. Und das sind nun mal leider auch Inhalte, die, und gerade die dann bekannt sind, die halt dumm sind. Ja. Aber ist genau wie im Fernsehen. Ja, da mag es Sachen geben, die anspruchsvoll sind, aber das Gros an Sendungen, was die Leute sich reinziehen oder was die höchsten Einschaltquoten hat, ist einfach dummer Müll. Ja klar, also, keine Ahnung, was da jetzt eben da gerade lief. Wir haben ja gar keinen, also wir haben Fernseher, aber keinen Fernsehanschluss, nur über Playstation hier und Netflix und so gucken, aber die Kochsendung. So ein Blödsinn, wo irgendwelche Leute einfach nur dummes Zeug reden und ja. Apropos Kochsendung, da kommt demnächst auch noch was von mir. Könnt ihr mal schauen hier. Der Ernie hat da gestern schon mal reingeguckt, ein bisschen geteased. Musst du auch lachen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass du auch leicht einen Kahn hattest, aber. Nee. Ich hab da gestern immer schon mal. Er hat ja hier vorproduziert. So meinen Traum würde ich auch gerne mal vorproduzieren. Du machst immer so lange Sachen. Ja, nur mal gucken. Ich habe jetzt für Mittwoch noch gar nichts. Runter. Mal schauen, aber die gute Sachen dabei, also wie gesagt, ich würde es durch die Nacht als Basis so auf dem Kanal, das ist auf jeden Fall eine super Sache und das ist ja auch das, womit man dich dann halt in Verbindung bringt, aber so einfach mal ein bisschen abwechslungsreichere Sachen. Meiner Meinung nach ist ja auch besonders stark, aber das hatte Trüge ja gestern auch gesagt, wenn du halt mal aus diesem Suff und Bekloppten so rausgehst und ein paar einzelne Takte sprichst, so also Kolumnen ähnlich halt auch, wie das Ding so mit Zensur zum Beispiel. So. Also das, ja, ist es denn die Möglichkeit? Das finde ich persönlich halt. Weil es natürlich immer so eine Mischung sein soll. Wenn du jetzt anfängst, glaube ich, nur noch irgendwelche ernsten Videos zu irgendwie. Das auch, da guckt auch keiner. Obwohl das mit Video mit uns hat, haben tatsächlich die meisten geguckt. Ja. Ja, gut, das war aber auch mega anarchisch mit Kanonen. Ja, das war sehr, sehr asozial, ja. Jetzt scheiß mal auf den YouTube-Kram und jetzt trink mal was! Ihr Fotzen, Ping, Ping, ihr Fotzen. Ping, 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 ihr. Ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, YouTube hat einfach so, ich sag mal, in einer bestimmten Metal-Szene, jetzt auch nicht in jeder, also ich denke, wenn du jetzt auf Wacken fährst oder Summer Breeze, da ist es wieder anders, ne? Hat einfach einen nicht so guten Ruf und da möchtest du natürlich so als ja, Besucher nicht plötzlich in so einem Format auftauchen, wo du irgendwie, keine Ahnung, lächerlich gemacht bist oder so. Also das ist das, was ich den Leuten dann darum geht's ja nie. Nee, aber das wissen die ja nicht, ne? Ja, gut, stimmt, die können dann, ja. Was weiß man, was man da zurechtschneidet. Richtig, genau. Und das ist auf der einen Seite schade. Auf der anderen Seite, ein bisschen was habe ich zusammengekriegt, mache eine Show über Death Metal, habe ein bisschen nach so den Top 3 von ein paar Leuten gefragt. Und da war auch ganz spannend, weil es sich da auch, war so eine Linie schon. Also es sind eigentlich, trotz der Masse, die es gibt, immer fast die gleichen Bands genannt worden. Und sind wir noch drauf? Wir sind noch drauf, ja. Ja, aber war was ganz anderes hier. Und das mit YouTube ist ja bei dir jetzt viel geworden oder eigentlich schon ganz schön ordentlich. Da ist dann die Musik so ein bisschen in Vergessenheit gegangen. Du hast ja auch jetzt gerade ein volles gesagt, nö, wir machen jetzt erstmal Schluss. Ja. Weil, warum? Also ich glaube, du hast es mal erklärt, weil das die Vibes zu aktuell nicht da sind oder was? Ja, das ist einfach, so nach 15 Jahren war jetzt einfach so der Punkt, wo viele Sachen für mich nicht mehr so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten. Das Thema mit Musik ist gerade ernsthaft so eine Sache, die mich nervt, weil ich dazu wirklich wenig Zeit habe. Also ich muss auch gegen Sommer, ich weiß nicht, ob ich dann noch zweiwöchentlich gehe zum Beispiel. Das denke ich ist auch kein Drama. Und wenn ich mehr Zeit habe, mehr Energie da reinstecken kann, aber dann auch mehr Möglichkeiten habe, noch wieder Musik zu machen. Musiktechnisch will ich einfach erstmal ein bisschen wieder mich ausprobieren. Erstmal einfach nur Gitarre in der Hand nehmen oder was weiß ich und einfach mal testen. So was so läuft, so was bringt, ohne dass ich mir sage, das muss jetzt ein Song werden, das muss jetzt ein Album werden oder so. Weil das habe ich lange Jahre nicht gemacht, das war alles immer irgendwie so, nicht verkrampft so, aber drehte sich halt alles dann um diese eine Band so,
Und da fehlte dann halt irgendwo so der Punkt, wo man also einfach so ganz befreit aus sich heraus einfach irgendwas gemacht hat und gesagt hat, so, das ist jetzt gut, so wie es ist, so. Dass ich die ersten Sachen gemacht habe, die dann halt nicht mehr so klassisch Black Metal gewesen sind, aber ich die trotzdem so gemacht habe, weil ich dachte, das muss so. Ja, und gut, das ist halt auch. Aber es muss ja mal irgendwann Antrieb gegeben haben, warum, weswegen du gesagt hast, jetzt will ich Musik machen. Also ich meine, es muss ja diese Frage nach dem Warum. Mhm. So, ich kann dir ganz einfach sagen, woran das lag. Ich war immer so mehr der Außenseiter in der Schule und das war halt eine Möglichkeit, sich zu repräsentieren, sich darzustellen und sich halt zu verwirklichen. Und früher waren Texte ja auch eine ganz wichtige Rolle bei mir, ne? Sich dann auszudrücken, um die Gefühle loszuwerden, die man so als ja, pubertierender Jugendlicher da so innen dreht. Ich denke, du weißt genau, was du... Ja, ja, ja. So, aber irgendein Auslöser muss es bei dir hergehabt haben. Ja, also das Außenseiter-Ding gibt es auch als Punkt, war man... Ich glaube, das geht auch vielen so aus dem Metal so oder in Metal gekommen ist. Aber anzufangen Musik zu machen, das hatte den einfachen Beweggrund, ich wollte auf der Bühne stehen. Also das war auch noch, hatte noch gar nichts mit Folgendes oder so zu tun, das waren andere Sachen. Echt? War das wirklich so Bühnenpräsenz? Ich wollte einfach auf der Bühne. Ja, wir hatten das erste, was ich gemacht hatte, war ja eine Misfits Coverband. Ah, okay. Aber einfach so Punk auf der Bühne zu machen. Und ja, da gab es irgendwann mal so einen Schnitt, wo man dann gemerkt hat, man muss das Ganze auch ein bisschen ernsthafter angehen, als so wie wir das gemacht haben. Nee, und ich glaube, Texte habe ich eigentlich auch schon sehr, sehr lang geschrieben. Das so die allerersten Sachen, so ganz, ganz furchtbare Gedichte. Aber ja, das habe ich auch hinter mir, die Phase. Diese Gedichtphase, und man denkt so, ich dachte so, ja, ich bin voll der... Ja. Wenn man so schreibt, den nächsten Tag liest man das und hat so einen ganz unangenehmen Schauer, der am Gehirn geht. Ich lese das jetzt so 15 Jahre oder 20 Jahre später und denke, Alter. Naja, aber man war halt. Ja, es ist halt eine Ausdrucksform. So eine sehr, auf der einen Seite, ja, weiß ich nicht, kann man sagen, intime, so von den Texten her. Weil ich halt eigentlich, also für mich passt halt so, wo wir das Thema Humor und Metal gesprochen haben, Humor nicht so richtig zur Musik. Also ich höre auch eigentlich relativ wenig Spaß. So Fun-Bands, so. Habe ich lustigerweise auch gar nicht. Ja. Die Leute denken immer so, ey, das ist der Grindcaller und hat bestimmt alles von Excrementory Grindfuckers zu Hause und Lachs und so ein Scheiß, aber höre ich eigentlich gar nicht. Ja, und das heißt ja nicht, dass man nicht abseits der Musik Humor haben kann, so. Und da muss, finde ich, versuche ich auch mit dem Kanal immer so ein bisschen die Waage zu halten, dass das immer noch ein bisschen, ja, kann dann der eigene Humor, den man da versucht, so ein bisschen rüberzubringen, ist immer die Frage. Ob das andere Leute lustig finden. Ja, oder dass ich eher ein bisschen skurril wird oder so. Aber ja, dadurch, dass ich Musik machen immer mit Auseinandersetzungen von ernsten Themen benutzt habe. Ja gut, und da ist dann halt auch irgendwann, muss man auch einfach mal sagen, man hat drei Alben oder so gemacht und irgendwann hat man auch einfach alles gesagt zu dem Thema. So. Also dann ist erstmal Pause und sicherlich hat man dann nochmal irgendwann wieder einen neuen Schub so. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das jetzt in Vollnis selber das Thema, worum es immer geht, noch wieder neu ausdrücken sollte oder neue Facetten. Ich denke, wir brauchen mal Zeit. Ne? Also manchmal ist es einfach so, ist ja mit den Fickern ähnlich, da hatten wir, ich weiß nicht, 4 Jahre gar nichts gemacht. Und dann hat man wieder Bock. Ja. So, vielleicht ist das ja. Ja, das war ja auch der Grund. Ich hatte ja auch dann jetzt einfach Bock, mal was komplett anderes zu machen. Einfach, ja, wie das dann halt ist, noch nicht mal ein Jahr, also Krachmur ist noch nicht mal ein Jahr alt, also noch nicht mal die Kanalgründung ist ein Jahr her, glaube ich. Und dann schon einige rechts überholt, links überholt, aber ja, ganz locker. Gut, das ist die eine Sache, dass das halt, ich das ja regelmäßig mache und was ich halt schade finde bei den anderen, ach, manchmal sind das auch einfach, manche machen halt auch einfach irgendwie solche Null-Content-Videos. Ja, irgendeinen Punkt muss man haben, finde ich, ja. Also, ist so wie es ist, ist eine Menge, aber ich merke selber, dass das ist ein bisschen das Kritische daran, dass ich mir zu viel Druck mache. So, wo man sich dann die Frage stellen muss, warum macht man so einen Druck, aber ich habe das ja auch unter anderem deshalb so gestartet, damit ich möglichst schnell sicher in diesem ganzen Ding werde und halt dann irgendwann mal Videos umsetzen kann, so wie ich die gerne. Also aufwendiger noch und ja gut, ist immer gefährlich, wenn man dann irgendwie, wenn das gut läuft und dann sagt man, ich möchte jetzt aber aufwendigere Sachen machen und dann wird das meistens gerüstet. Da spielt ja immer noch das
Pagan Special okay. im Raum. Also das ist glaube ich so ein Ding, das ist auch schon so ein Running Gag eigentlich. Das zieht sich durch deine ganzen Videos. Ja, und das kommt übrigens auch noch. Da will ich aber was Besonderes machen. Und man denkt sich immer, meine Güte. Das liegt daran, dass ich daraus eigentlich das machen will, was ich von Anfang an ein bisschen im Kopf hatte mit dem Kanal, nämlich so in den Doku-Bereich zu gehen. Oh. Ich bin da natürlich überhaupt nicht ausgebildet, keine Ausbildung jetzt mit irgendwelchen Multimedia-Kram. Also man es halt alles selber beibringen muss, so schneiden und natürlich. Und dann halt einfach, ist eine Equipment-Frage, aber die Sache sollte halt tatsächlich schon sehr, also nicht vor der Wand und auch nicht irgendwie so die Ehrlich-Show. Das sollte halt schon echt der Versuch sein, mal an irgendwas ranzukommen, was eine seriöse Doku sein könnte. Indem du halt alteingesessene Leute aus der Szene befragst, indem du ein paar nette Kulissen suchst, so in den Heiterbu, wollte ich hier andrehen zum Beispiel. Dass da halt, von bis, also von den 90er Jahren Pagan Bands da ein paar Leute vor die Kamera kriegst, bis hin zu denen, wo man noch sagt, so ja gut, das ist halt eher so Spaßmusik. Das soll halt keine Auflistung von Alben werden oder so, sondern aber so, das ist halt so das Interesse, mich interessiert die Musik. Okay, so ist aber der Umfang dann groß, ja, ja. Wenn du da wirklich noch Leute einbinden willst und hier und rauswählen willst. Weil ich kenne das ja vom Filme drehen. Ich hab mich da früher auch mal dran versucht, das ist halt immer total schwierig. Und so ein YouTube-Kanal, den machst du alleine. Da bist du. Vielleicht noch jemand, der Kamera macht. Aber sobald es in den Film geht, dann bist du angewiesen auf andere Leute. Und die müssen ja dann auch alle wieder eine Zeit haben und so. Alle funktionieren müssen ja nur die Leute, mit denen ich die Interviews mache. Ja, aber du musst dann auch wieder eine Zeit haben. Bei mir ist es ja so, ich habe einen normalen Namen und ich habe mein Pseudonym. So, das Pseudonym habe ich mir aber irgendwann gegeben, weil ich dachte, das passt so zur Musik und das macht irgendwie da auch jeder. Ne? Ist dann halt so ein Spitzname geworden. Bei dir ist es jetzt so, du hast einen richtigen Namen, du heißt Seuche, bei Fullness oder damals bei Fullness, und jetzt Ernie. Und jetzt diesen Ernie-Namen, den assoziiere ich zum Beispiel sofort wieder mit Helge Schneider. Ja. Ernst Faulskämper. Herr Faulskämper, Sie haben Krebs. Ja. Also das ist eigentlich noch viel stumpfer, es bezieht sich wirklich auf Ernie und Bert. Sehr witzig. Echt? Also. Das war meine zweite Assoziation. Ich dachte mir so, nein, aber so stumpf, das wird ja nicht sein, dass man in so einer Sesamstraße genommen hat. Das kam irgendwann mal mit meiner besseren Hälfte und mir, dass wir gesagt haben, wir sind Ernie und Bert, weil ich die ganze Zeit irgendwie nur Blödsinn rede und sie dann immer so guckt, wie Bert guckt, wenn Ernie wieder nur Blödsinn macht. So. Also das war es wirklich genau das. Dann, diese drei verschiedenen Sachen, das sind immer so Sachen, kommt vielleicht auch, wenn man so aus der Black-Metal-Szene kommt, mit diesem Pseudonym, weil man dadurch halt immer sowas abgrenzt. Und das ist jetzt dadurch, dass man jetzt noch einen Dritten irgendwie hat, ist das schon komisch so ein bisschen. So, war die Kamera aus. Ja, machst du nix. Nehme ich das Handy von meiner Frau. Haben wir jetzt schön auf dem iPhone HD. So, und jetzt hier haben wir einen Ernie. Der darf sich jetzt mal... drei Platten darfst du dir aussuchen aus meiner Sammlung. Wenn du die mitnehmen könntest, welche wären das dann? Also kannst du hier gerne wühlen. Ja, die Geschichte. Und ich darf auch nicht Ja und Nein sagen. Und du darfst nicht... Ja, genau. Da kommen wir jetzt zu. Ich stelle noch mal ein paar Fragen. Du darfst nicht Ja und Nein sagen. Du darfst alles sagen, nur nicht Ja oder Nein. So. Das kriegen wir hin. Ja. Abend gestern genossen? Der Abend war richtig gut. War zum Glück von meiner Seite aus auch nicht so der mega Absturz, so dass ich zwar heute relativ lange geschlafen habe, aber fit bin. Ja, wir waren ja auch erst um 5:30. Ja, eben. Das war gestern halt einfach ein bisschen lockerer als sonst. Und jetzt gucke ich hier einfach mal. Also ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht Black Metal überspringe, weil... Das ist vielleicht so ein bisschen, aber jetzt sehe ich hier zum Beispiel gerade. Ja. Doch, dann machen wir ja mal hier. Macht er doch noch auch eine Ausnahme. Ich habe ja die Arcturus. Ja. Und zwar ist es eine Band, auf die ich ohnehin sehr stehe. Und ich habe das Ding nur auf CD und nicht auf LP. Und da ist in einem Song ist so ein Break drin. Das ist so der absolute. Also, das ist auch so der Höhepunkt, finde ich. Ich finde, danach wurde das noch ein bisschen. Ja, wie sagt man. Weiß ich nicht. Aber hier, das ist eine richtig, richtig gute Sache. Das ist ein gutes Album. So. Frühstück war gut? Das Frühstück war sehr lecker. YouTube machst du ja auch, ne? Seit fast einem Jahr. Jetzt muss ich hier mal gucken, frag ruhig weiter. Ja. Ich hab jetzt hier... Das macht sowieso total Spaß, bei fremden Leuten in die Plattensammlung zu gucken. Ich finde, also, das ist eine sehr intime Sache, findest du auch? Ja, also... Das ist auch so das Erste, was ich gerne mache, wenn ich
zu fremden Leuten komme oder wenn ich bei Bekannten bin. Aber so bei CD-Regale in den meisten Fällen ja, aber hin und wieder halt auch LP-Regale einfach mal anzugucken. Dann sieht man eine ganze Menge, gerade wenn man jetzt nichts versteckt und da wirklich so alles, was man so über die Jahre angehäuft hat, drin hat. So. Also, mir ist jetzt halt auch nichts peinlich von dem, was ich so habe und von daher steht das alles zusammen. Also definitiv auch Vinylliebhaber. Ich kaufe eigentlich nur noch Vinyl, wenn die Möglichkeit besteht. Mensch, jetzt hatte ich dann, ich hatte vorhin schon mal so ein bisschen drüber geguckt. Wo hast du denn hier? Ach ja, hier. So, da haben wir Pungent Stench. Die würde ich definitiv mitnehmen. Ein grandioses Cover Artwork, suche ich auch immer noch als T-Shirt. Und wir haben mal mit Chirange Plays Pungent Stench zusammengespielt und war so, kam halt zu mir an, Chirange meinte, dass das geilste Bühnenoutfit ever war. Das war so ein bisschen so ein Ritterschlag, aber schon ganz gut gefreut drüber. Aber Pungent Stench, das geht eigentlich auch immer und geiler. Geiler Scheiß. Das war auch tatsächlich eine Platte, die ich mir damals auch aufgrund des Cover-Artworks mitgekauft habe. Ja, das Thema hatten wir ja auch gerade und das ist sehr, sehr... Bis heute habe ich das eigentlich. Also wenn ich bei Sachen unschlüssig bin, nehme ich die oder die, dann nehme ich immer das mit dem geileren Cover-Artwork. Und teilweise denke ich mir auch gerade, wenn du Vinyl kaufst, sowieso, einerseits ist das Cover natürlich schon größer und so weiter und dann guckt man natürlich nochmal extra drauf, wenn das Cover gut aussieht. So, ne? Ach, Moment. Da bin ich jetzt doch. Kratornas. Ach, ich habe mich verlesen. Ich dachte, da steht Katatonia. Nee, das ist Kratornas tatsächlich. Das ist, glaube ich, Philippin. Fürchterlicher Krach. Ja. Aber in seiner Krachigkeit so charmant, dass man es einfach auch haben muss, finde ich. Ja, Alter. Schwierig, ne? Es ist nicht einfach. Und ich will jetzt hier einfach nur mal bei den anderen Sachen gucken, was du so an Nicht-Metal hier stehen hast. Aber vorher noch, die ja, nehme ich jetzt da, nicht mit. Da sieht er, das Cover, ja. Das nehme ich nicht mit, aber die haben wir als Kassette im Auto. Und jetzt haben wir keinen Kassettenrekorder, haben nur das Auto. Aber das Ding lief rauf und runter. Boah, ja. Ist auch eine super Sache. Aber wie gesagt, die hätten wir zu Hause stehen. Und wenn ich hier weiter gucke, ah, du hast aber auch echt, das ist ja... Doch ganz gut gemischt. U2 habe ich jetzt. Hättest du nicht erwartet? Hätte ich so jetzt nicht erwartet. Ja, ist auch. Cripple Black Phoenix sollte ich wohl mir mal auf den Zettel schreiben. Das sollte man, sollte sich jeder mal dick auf den Zettel schreiben, weil das ist auch eine sehr, sehr vielseitige Band. Das ist mir jetzt zu viel Grind. Und. Na, komm. Was haben wir denn hier noch? Ach, die nehme nicht. Jetzt hast du hier noch stehen. Hier hast du gesagt, sind mir sehr die Doom-Sachen. Doom hörst du auch gerne, ne? Nicht regelmäßig, aber schon hin und wieder. War mehr so die Sludge-Richtung. Da musst du dann da am Anfang gucken. Sludge, ja. Mehr so sludgiger Zeug. Da habe ich ja sowieso schon häufiger drüber gesprochen, dass ich, wenn ich über Sludge rede, immer sowas wie, eher sowas wie I Had God im Kopf habe. Ja, als jetzt Black Label Society wäre auch. Nee, das ist hier Dystopia oder. Na gut, also wie gesagt, die düsteren Sachen, so diese hier Geschichten, so das ist dann für mich so Sludge und das hat dann immer irgendwas mit. Schäbig und müllig irgendwie auch, finde ich. Reden und gleichzeitig gucken, aber ich hab die dritte. Und zwar, die kenne ich. Die ist recht neu sogar noch. Die habe ich kennengelernt, die Band auf dem Hell Over Hammerburg, und das war die Überraschung schlechthin. Also für mich war Savage Master das Beste, aber die Universe 217, keine Ahnung, wie man nennt, ist richtig gut, weil höchst emotional, und die kann was auf der Bühne, und vor allen Dingen, während da diese Okkult-Trollers sich da in ihre Lackhosen reingequetscht haben und geschminkt haben, stand der Mädel da von der Band auf der Bühne in Jeanshose, Longsleeve, total unscheinbar, einfach lange offene Haare, und hat einfach ein Ding da runtergezogen, also richtig krass. Also mit denen muss ich mich jetzt auf jeden Fall nochmal beschäftigen. Ich kenne sie jetzt noch von live, ich habe da auf Platte noch nicht reingehört, aber das wären sie so. Also die Universe, die Pungent Stench,
weil geiles Cover und die Arcturus, gut, hätte ich jetzt vielleicht noch was anderes finden können, weil ich habe ja, die halt aber so. Wir haben jetzt knapp 7-8 Minuten hier durchgewühlt. Ja. Wenn man so eine Sammlung hier durchgucken möchte, weil hier geht's ja auch noch weiter. Also hier aber ist auch noch viel. Erzähl doch mal, wie du die Platten sortierst. Das fand ich vorhin ganz witzig. Ach so, ja, das ist ganz einfach. Und zwar, anhand wessen kann ich das denn am besten erklären? Ja, hier nehmen wir mal die Crippled Black Phoenix. Ne? Das ist hier mein... das hier mein Melodic-Fach. Mhm. Und dann habe ich halt die Band, die ich am meisten habe, also in dem Fall Crippled Black Phoenix. Ja, das sind hier die erste Sektion an Platten. Und dann wird das runtergerechnet. Dann kommt die wenn jetzt die nächste nur 4 hat, kommt die mit 4, dann kommt die mit 3, dann kommt die mit 2 und alle, die nur von der ich nur einen habe, die kommt dann da ganz hinten. Mhm. Dann weiß ich nämlich immer ganz genau, okay, Lieblingsband habe ich natürlich viel von, brauche ich immer erst direkt hier am Anfang gucken. Ja, ist auch ein bisschen komisch, ne? Ich sortiere nach Genre und... Ja, Genre natürlich auch, ja. Das heißt, also Metal habe ich komplett zusammengezogen. Ich hatte mir überlegt, Black Metal noch einzeln, aber... Irgendwann, gerade bei meinen CD-Zeiten, weil ich auch so viele CDs hatte oder habe, da weißt du bei manchen Sachen nicht, stellst du es jetzt da rein oder stellst du es da rein? So, wo stelle ich jetzt, was habe ich dann? Ja, wo stellt man sowas wie Lana Del Rey rein? Habe ich auch komisch, ja. Auf und zu. Wo stellst du das rein? Da habe ich so ein Liedermacherfach da hinten irgendwie. Ich habe jetzt Wardruna, habe ich bei den Metal-Sachen drin, weil ich es mit Metal irgendwie assoziiere, obwohl es damit gar nichts zu tun hat. Das sind aber so Sachen, wo man selber weiß, das ist aus dem Metal-Kontext, kennt man die Band und so. Meine Metal habe ich komplett zusammengezogen, da habe ich Punk habe ich und dann habe ich also Indie. Da hätte ich wahrscheinlich sowas wie Lana Del Rey, die ich jetzt allerdings auch, ist nicht so mein Ding. Die hätte ich wahrscheinlich bei sowas rein. Da habe ich dann Tokotronic zum Beispiel stehen. Ne? Ja, suche ich ein Album. Aber das kriege ich nicht mehr für einen Fernkurs. Ja. Naja, wie auch immer. Ja, wie gesagt, das ist ansonsten auch noch Genre, Black Metal. Ja, ja. Das. Ja, ich muss sagen, ich hätte auch, das ist eine Überraschung, ich hätte gedacht, dass deine Sammlung wesentlich mehr auf Grind und Death fußt. Nee, überhaupt nicht. So, weil das, also, auf einer Seite ist es ja spannend, du schnackst mit jemandem, der auch im Bereich Extrem Metal unterwegs ist, aber das ist halt ein breites Feld und du kannst da halt bei zwei Leute haben, die Extrem Metal hören, aber beide komplett verschiedene Sachen. Du gehst in Black Metal oder halt hast du dann so Death und Grind, was so von der Szene her auch komplett unterschiedlich ist. So, ne? Das ist jetzt natürlich sehr so auf Klischees dann aufgebaut. Nee, aber bei dir hätte ich gedacht, dass du wesentlich mehr Death und gerade so Grind hättest. Also, aber du hast so deine 7-Inch-Sammlung. Ja gut, Grind passiert ja sehr viel auf 7-Inches. Ja. Und da sieht man dann einmal einen Karton, zweimal einen Karton. Ja, gut. Da unten noch zwei Kartons. Ja. Also da ist dann hauptsächlich ganz viel Grind bei. Ja, aber ja. Das... Weil ich glaube, ich habe sogar Grinder Ausstieg angefangen auf 7-Inch zu sammeln. Hm, ja. So, ich wollte dann ganz viele 7-Inches haben, weil ich das total toll fand. Ja, also ich habe, glaube ich, nur irgendwie so eine Reihe 7-Inches und davon dürften 80% auch Grind sein. Das ist halt so das Format für die Musik. Das stimmt. Ja, super. Haben wir unsere drei Platten hier? Genau. Zu oft ja, hast du, glaube ich, auch nicht gesagt. Das muss ich nicht. Ja, jetzt gegen Ende habe ich nicht mehr drauf geachtet. Nee, ich auch nicht. Das ist eigentlich auch ein Scheißspiel. Dachte mir so, haha, witzig, stellen wir Fragen, ja, nein. Ich finde jetzt eigentlich viel witziger, durch die fremde Leute durch die Plattensammlung gucken zu lassen. Und waren ja auch drei ganz nice Sachen bei. In diesem Sinne, ne, abschalten.